So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Hermanns Eck in Folge Nummer 48. Jawohl. Heute ist Donnerstag. Ja. Und wir müssen jetzt. Es hat eigentlich damit gar nichts zu tun, aber wir müssen trotzdem die Ballen jetzt holen. Ja, die wir ja in der letzten Folge gepresst haben. Oder in der Folge davor. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Deswegen fahren wir jetzt mal los. Ich musste den Weidemann neu kaufen. Oh, was ist denn jetzt los? Ich musste den Weidemann neu kaufen, weil der hat irgendwie jetzt auch ein Riesen-Update schon wieder gekriegt. Es soll jetzt, also laut Hoffi, soll es dann jetzt auch bald soweit sein, ne? Ich hatte ja schon mal gesagt, dass der letzte Woche kommen sollte oder so. Und dann haben sie da aber doch noch ein bisschen mehr reingepackt. Also das kann ich euch auch gleich mal zeigen. Und deswegen hat sich das Ganze jetzt so ein bisschen in die Länge gezogen, ne? Aber dafür ist jetzt auch wirklich einiges noch mit dazugekommen. Richtig gut. Wie gesagt, zeige ich euch gleich. Da sind jetzt auch mehr Gerätschaften noch mit dabei, mehr Auswahlmöglichkeiten. Ja, also das ist schon krass, was für einen Umfang der jetzt bekommen hat. So, den lassen wir mal hier. Da können wir auch ausmachen, ne? So, dann laufen wir mal runter. Oh, mal den Weidemann her. Ich habe gedacht, ich kann den reinpacken und so und dann läuft, aber nee, ich musste den leider neu kaufen. Geld habe ich natürlich keins wieder gekriegt. Ist ja Chloe. Aber das macht nichts. So, da ist hey. Guck mal, wir haben nämlich auch eine neue Gabel hier dran. Ups. Die ist quasi jetzt auch mit neu dazugekommen in dem Pack. Und ich hatte dazu ein Foto auf Instagram gepostet. Ach, guck mal hier. Ne? Das ist auch so eine Geschichte. Man kann jetzt auch von außen. Oder auch nicht. Aber ich habe hier irgendwie IC. Ich dachte, man kann von außen die Tür aufmachen. Wohl nicht. Auf jeden Fall. Guck mal, da, das Frontlader-Tool. Seht ihr das? Das rote da. Da kannst du links in den Balken sehen, wie hoch du bist. Und rechts die Tanknadel, sag ich mal, zeigt dir. Ja, jetzt stehe ich gerade mit dem Ding. Also so fast, ne? Also das finde ich schon ganz cool. Und IC ist einiges jetzt dazu gekommen. Wir können hier Abblendlicht anschalten. Blinker links. Blinker rechts. Ja, Tür auf und zu. Tür auf und zu. Und vor allem hier den Tempomaten anschalten. Also hier unten ist ja die 20, ne? Da. Das heißt, wir können hier an dem Joystick runterschalten, hochschalten. Und auch anschalten. Das finde ich schon sehr cool. Motor können wir starten, Licht anmachen. Alles natürlich jetzt dann auch beleuchtet, ne? Haben wir sonst noch was? Nicht, dass ich hier was vergesse oder so. Aha! Was haben wir denn hier noch alles? Arbeitslicht, Heck. Front. Rundumleuchte. Ja, das ist schon gut, ne? Also kam jetzt wirklich noch einiges mit dazu. Das Ganze können wir uns auch mal im Shop angucken, weil da kam auch einiges dazu. Das Ganze läuft dann unter Teleskoplader. Und ja, ab hier geht es dann quasi los. Hier ist der Weidemann an sich. Da gibt es jetzt das Krokodilgebiss. Das Gewicht zeige ich euch, habe ich hinten dran. Ja, Silagegebiss, Zange, Mistgabel, Palettengabel, eine Schaufel noch und, ne? Und alleine hier Anhängerkupplung, entweder für Frontladergeräte, ja, oder Teleskoplader oder halt die Weidemann-Geräte, die mitkommen. Wir haben hier drei Konfigurationen vom Motor. Hier haben wir die BKT, die habe ich jetzt drauf. Dann gibt es noch Nokian und Trelleborg. Ja, und genau, das hier ist das mit Frontlader-Tool. Ne? Das ist das, was ich eben gezeigt hatte, das geht. Die Gerätekamera hatte ich ja schon mal gezeigt. Ne? Dann haben wir so Kameras, können wir dann gucken. Es geht aber auch beides halt, ne? Oder ohne alles. Kotflügel geht. Ich weiß nicht, warum zweimal steht, das habe ich noch gar nicht so richtig kapiert. Müsste ich mal beide kaufen und dann mal gucken. Aber das ist ja auch keine Mod-Vorstellung oder so, ne? Scheiben geht normal oder getönt. Ich habe normal. Genau, hier, ob Cabrio oder nicht, oder mit Forst. So, und das Ganze geht jetzt gebraucht, neu oder als Facelift. Ja, und Lightbeams, ob man das möchte mit diesem Staub vor den Lichtern oder eben nicht, ne? Genau, das ist so mittlerweile der Stand. Und soweit ich weiß, ist das Ding jetzt auch fertig. Guck mal, das ist auch geil, ne? Wenn du so ein Gewicht hast, dann ist das Licht halt auf der Palette. So, ich weiß nur noch nicht, was mit den Anzeigen da unten rechts ist. Ich glaube, das ist noch nicht final, dass da kein Gerät so richtig ist, weißt du? Aber, wie gesagt, ne? Also, soweit ich weiß, soll der jetzt so ziemlich fertig sein.
Das heißt, es geht wohl bald los. Ja, aber nagelt mich da nicht fest. Ihr werdet es spätestens auf Facebook oder im Discord erfahren. Ne? Discord-Link unter dem Video, wenn ihr Bock habt. Der Link geht im Übrigen auch. Ne? Ich habe da nochmal nachgefragt bei einigen, die da neu raufgekommen sind, weil mir doch ein paar Leute geschrieben haben, dass der Link nicht geht. Ja, also die haben gesagt, das geht. Sonst wären sie ja nicht da. Hat das Ding eigentlich URL? Nee, ne? Aber man kann das auch zuklappen. Ja, das gucken wir gleich mal. Nee, das ist nicht, weil ich jetzt URL nutzen wollte, sondern einfach nur mal gucken, ne? Das hätte ja sein können, dass man das schon mal dann auch so ein bisschen weiß. So, was ist denn, wenn ich das Ganze zuklappe? Ach! Ja, das ist geil. Ja, also, ne? Einiges. Und dann gibt es auch noch so einen Zusatzrahmen. Den habe ich jetzt gerade... Warte mal. Warte mal. Genau, hier. Dann hast du hier noch so einen riesen Rahmen dran, ne? Ich habe das jetzt ohne halt genommen, einfach mal. Und hier geht auch wieder, ne? Neu und gebraucht. Ich weiß gar nicht. Ja, hier auch neu gebraucht. Neu gebraucht. Was haben wir noch? Genau, das Gewicht hat komplette Farbwahl. Krokodilgebiss. Ja, und der hat natürlich auch komplette Farbwahl hier, ne? Genau. So, los jetzt. Warte mal, da schmeißen wir noch einen drauf. Also er macht schon wirklich Spaß, ne? Und vor allem ist es so, dass auch eine MR XML mit dabei liegt, sage ich jetzt einfach mal mit dabei. Also das ist schon in dem Mod mit drin, ne? Das heißt, wer von euch mit MR spielt, kann den einfach in seinen MR-Spielstand mit reinschmeißen. Und wer nicht mit MR spielt, kann den auch reinschmeißen, weil das interessiert dann gar keinen, weißt? Das finde ich schon ziemlich gut. So, wenn wir jetzt mal gucken. So, dann wollen wir hier möglichst gerade haben, die Gabel. Noch ein bisschen vor vielleicht. So, ne? Also das ist schon sehr geil mit diesem Frontlader-Tool. Naja, und den Joystick, das brauche ich glaube ich nicht zu erwähnen, ne? Dass das geil ist. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Ja, so ist quasi der aktuelle Stand, ne? Weil ich werde noch ziemlich oft gefragt. Ist ja auch verständlich. Ich habe auch angekündigt, dass das Ding kommen soll und dann kommt es nicht. Aber ja, ich wusste selber nicht so ganz genau. Aber nun wissen wir ja Bescheid, ne? Ich hätte mir mal für den Dreierstapel vielleicht doch die Verlängerung nehmen sollen. Oder nur einen Zweierstapel machen. Nur was er nicht hat, ist eine Parallelführung zu den Geräten hier. Oh, die liegen aber auch drauf wie Karl-Heinz, wa? Nö, läuft doch. Weißt du, wie ich meine? Also jetzt steht es gerade und wenn du hochgehst, die bleibt nicht gerade. Weißt du, wie ich meine? Also eine Parallelführung hat er nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so ist bei den Dingen. Ich habe keine Ahnung. Mich stört's nicht. Ich wollte es nur gesagt haben, ne? Guck mal, wie auch der Typ da drin hängt und so. Das ist schon geil, wie er die Hand am Knüppel, am Joystick hat und so. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja, ein bisschen Ballen sammeln, ne? Heute ist das irgendwie, denke ich, nicht ganz so actionreich hier. Ich muss mich nämlich auch ein bisschen konzentrieren, damit das was wird. Es hört, Mignon. Aber ich denke, ich konnte euch zumindest schon mal ein bisschen was erklären jetzt hier oder erzählen zum Stand vom Weidemann, ne? Der ist nämlich jetzt gerade, just in diesem Moment, ist der jetzt auf der Weide, Mann. Wow. Wow. Der war schon so flach, dass den wahrscheinlich so manch einer auch gar nicht mitgekriegt hat eben. Aber der kommt auch gar nicht von mir, der war letztens irgendwie im Discord gestanden. Da ging es auch um den Weidemann. Weil da kam jemand auf den Discord und hat gefragt, was mit dem Weidemann ist. Und dann hat irgendwer, ich glaube das war der Deutz-Toni oder so, also der mit dem Deutz-Pack, ich weiß es gar nicht mehr genau, hat dann auch geschrieben, der ist auf der Weidemann. Okay.
gezogen. Ich hätte vielleicht tatsächlich die Verlängerung nehmen sollen. Wollen wir das mal eben machen, Ende? Komm, warte mal, halt mal an. Lass mal stehen, lass mal stehen. Wir fahren mal eben hier nach der Werkstatt hin. Wir klödern uns da mal den Rahmen ran. Und gucken mal, ob das denn vielleicht besser hinhaut. Weil das ist, für zwei Ballen ist das gut. Wenn wir aber drei nehmen wollen, bräuchte ich, glaube ich, so ein Ding da. Ja, und von der, vielleicht noch was Informatives vielleicht, das von der Hermannseck V2 soll jetzt wohl auch denn bald losgehen, ne? Also irgendwie der Rohbau und so weiter ist wohl fertig. Jetzt geht es nur noch um Funktionen und um Funktionen, Punkt. Achso, das wollte ich. 80. Ach, weil das nicht meine Werkstatt hier ist oder was? Oha. Dem war aber oha, das ist aber ein Amarillo jetzt. Na. Mein lieber Gesangsverein. Das ist aber ein Maschinchen jetzt, du. Ja, aber, ne, kann man ja zusammenklappen. Aber kann man ja auswählen, ne, wenn ich so einen riesen Propper haben. Ach, guck mal. Hoffi. Wenn ich so einen riesen Propper haben will. So, da kann er den kleinen nehmen, ne. So, mal gucken, ob das nun besser hinhaut hier mit den Collies und so. Mit dem, ne, dass sie dann besser halten quasi. Ja, und das sind jetzt die BKT-Reifen halt, ne. Dann gibt es noch Nokian und halt die ganz normalen Trägerreifen, die Trelleborg. Genau. Na. Das läuft ja wie ein Länderspiel. So. Aber die rutschen so ein bisschen nach links weg oder was? Das ist mir vorhin schon mal aufgefallen. Also so kreuz und quer habe ich die nicht aufgestellt. Also schön standen meine auch nicht, aber auch nicht ganz so, glaube ich. So, bloß schnell ein Gurt da rum. Gottes Willen. Hier hinten hängen die doch bald runter, wa? Und das geht eigentlich. Ja, schöner wird's nur mit URL. Oder mit jemandem, der es kann. Ja, das ist ja auch kein Schönheit. Oh. Kein Schönheitswettbewerb, ne? So. Ja, dann haben wir da hinten noch die große Pferdekoppel. Aber ich denke, das mache ich eben ohne euch. Das Zeug da hinten einsammeln, ne? Ich glaube... Oh, es tut mir leid. Ich habe auch die Taste eben nicht so schnell gefunden. Oh, nein. Oh. Ich glaube, das mache ich dann eben ohne euch, ne? Wir haben jetzt eine Folge Stapeln geguckt. Nächste Folge... müssen wir mal gucken. Machen wir sicherlich irgendwas anderes. Ach halt, hier ist ja die Strohhalle. Und ja, ich sammle das jetzt eben schnell weiter ein, ne? Dann seid ihr da schön fein raus. Ich denke, eine Folge reicht ja erstmal, ne? Ja, auf jeden Fall, das ist quasi jetzt so der momentane Zwischenstand zu dem Gerät. Achso, ja, das Gewicht habe ich gezeigt, ne? Ja, genau. Wie gesagt, ne? Ihr, also auf Facebook oder Discord oder so werdet ihr das dann allerspätestens erfahren, beziehungsweise guckt einfach auf Moddingwelt, ne? Auf Moddingwelt wird das Ding nämlich released. Da wird er zur Verfügung gestellt. Am besten einfach Moddingwelt im Auge behalten, ne? Weil da geht es am allereinfachsten und am allerersten. Ne? Und ja, ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr mit dabei wart. Heute ist das hier nicht ganz so lange. Ich will das auch nicht künstlich jetzt irgendwie auf 15 Minuten bringen. Ja, wenn wir keine 15 schaffen, dann schaffen wir keine 15. Ne? Genau, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zugucken, vielleicht ein Däumchen und ansonsten schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.